Da können Sie alle das neue Wahrzeichen von Köln betrachten. Sie können den Bau der Großmoschee befeiern. Nur die Öffentlichkeit wird dazu nicht eingeladen, weil es möglicherweise zu Protestkundgebungen kommen kann. Wenn man durch Ehrenfeld fährt, wenn man die Venloer Straße betritt, dann bekommt man Angst, wenn man dieses gewaltige Baumonstrum betrachtet, ein absolutes Machtsymbol des Islams, ein Symbol für die Veränderung dieser Stadt. Die verbliebene einheimische Bevölkerung verlässt die Wohnungen und es kommen andere, die die Wohnungen beziehen. Und es wird auf der Venloer Straße alsbald kein Wort Deutsch mehr gesprochen. Und das können wir so nicht hinnehmen. Die Stadt, der Stadtteil verändert sein Gesicht. Parallelwelten entstehen, wo nicht mehr unser Grundgesetz die Richtschnur des Handelns bestimmt, sondern Scharia, wo nicht mehr die Rede von Gleichberechtigung von Mann und Frau ist, wo Frauen unterdrückt werden, wo es Zwangsverheiratung gibt, und das wollen wir in dieser Stadt nicht. Wir wollen auch keine Hassprediger in Köln. Wir wollen keinen heiligen Krieg. Und ich möchte noch einmal daran erinnern, dass einer der Kofferbombenattentäter, also der Menschen, die einen Zug hier in der Köln-Bonner Region in die Luft sprengen wollen, der ist im Vorfeld dieses Attentats Versuches radikalisiert worden. Und zwar nicht in einem Lager in Afghanistan oder Pakistan. Er hat ein Dreivierteljahr jeden Tag die Ehrenfelder Dilip-Moschee besucht. Und das Resultat ist bekannt. So etwas können wir in unserer Stadt nicht dulden. Und der Rotas und Co., die mögen die Islamisierung voranschreiben. Sie wollen dieser Stadt ein neues Symbol, ein neues multikulturelles Wahrzeichen durch diese Großmoschee geben. Ich kann Ihnen nur sagen, unser Symbol bleibt auch in 100 Jahren der Kölner Dom. Ja. Ich möchte auch nur noch mal an den rot-grünen Koalitionsvertrag in dieser Stadt erinnern. Dort wird die Islamisierung eines jeden Stadtteils regelrecht festgeschrieben. Im rot-grünen Koalitionsvertrag für Köln steht, dass jeder Stadtteil von Köln, auf Finkenberg, Hahnenwald, Fink, Kalk, Mauenheim, jeder Stadtteil soll mit einer weiteren Moschee beglückt werden. Das muss jeder wissen, der nochmal mit den Gedanken spielt, eine der verbrauchten Altparteien zu wählen. Jede Stimme für die Altpartei ist eine Stimme für die Islamisierung und ist eine Stimme gegen die einheimische Mehrheitsbevölkerung. Wir erleben doch derzeit in der ganzen Welt Christenverfolgungen. Das Attentat in Ägypten, die unmöglichen Zustände in Afrika. Christen können seit fast 100 Jahren in der Türkei keine Kirchen mehr bauen. Sie werden verfolgt, nicht nur in der Türkei, in fast allen islamischen Ländern. Da sage ich auch ganz klar, solange in der islamischen Welt Christen verfolgt werden, unterdrückt werden, sollen hier in Deutschland keine weiteren Moscheen mehr gebaut werden. Und damit
werden wir auch in den kommenden Jahren in die politische Auseinandersetzung gehen. Wir wollen unser Grundgesetz, unseren rheinischen Charakter gegenüber dieser islamistischen Bedrohung verteidigen. Es geht um unser aller Freiheit, es geht um unser aller Zukunft. Freiheit statt Islam. Aber auch die Kölner Kommunalpolitik liefert uns eine Steilvorlage nach der anderen. Judith Wolter hat es ja eben kurz angesprochen. Die Stadt steht kurz vor dem Nothaushalt, hoch verschuldet. Und wir Bürgerinnen und Bürger dürfen die Zeche bezahlen. Es gibt, die Gewerbesteuer wird erhöht, Abgaben werden erhöht, alles wird in dieser Stadt teurer, damit Rotas und Co. weiter Lust reißen können und eine Politik gegen die einheimische Bevölkerung betreiben können. Damit muss Schluss sein. Hallo. Gucken wir uns doch mal die maroden Straßen in der Stadt Köln an. Dafür ist kein Geld da, für die Sanierung unserer Straßen. Aber Geld ist da für 5 Mitarbeiter, die auf Antifa machen, 5 volle Stellen und mehrere hunderttausend Euro den Steuerzahler kosten, deren einzige Aufgabe es ist, Agitation gegen ProKöln im sogenannten NS-Dokumentationszentrum zu betreiben. So etwas wird unverzüglich unterbunden. Wir haben zur nächsten Ratssitzung einen Antrag eingebracht. Gerade angesichts dieser Abgabenerhöhungswelle, dass auch die Politik in Köln mal mit gutem Beispiel vorangehen soll. Wir haben beantragt, die Kosten für die Fraktionen, die Kosten für die Fraktionszuwendungen, das sind allein für die CDU 700.000 Euro im Jahr. Das muss ich mal vorstellen. Diese lahme, zahnlose Opposition, die im Hinterzimmer mit den Roten irgendwas ausklüngelt, kostet uns im Jahr 700.000 Euro. Wir haben beantragt, dass die Fraktionszuwendungen für alle Fraktionen im Zeichen eines Nothaushaltes, im Zeichen von Sparbemühungen zu halbieren sind, um die Steuerzahler zu entlasten. Man kann nicht nur immer den Bürger hemmungslos abkassieren und sagen, bei mir hört das Sparen auf. Wir haben ja leider sehr viele Politiker von den Altparteien, die ein kommunalpolitisches Engagement primär als Schlüssel zur Lösung der eigenen sozialen Frage auf Kosten der Steuerzahler missverstehen. Mit solchen Politikern muss aufgeräumt werden und solche Politiker gehören abgewählt. Und ähnliche Verhältnisse haben wir auch im Land Nordrhein-Westfalen. Wir haben eine sogenannte Minderheitsregierung, die Nordrhein-Westfalen mit Hilfe der Kommunisten, mit Hilfe der Verfassungsfeinde regiert. Wir sind jetzt wenige Monate im Amt und schon fabrizieren sie einen verfassungswidrigen Haushalt. 8 Milliarden neue Schulden diesem Jahr, 7,8 Milliarden im neuen Jahr. Mehr Schulden, als überhaupt investiert wird. So etwas ist verfassungswidrig und die Zeche müssen kommende Generationen, die Zeche müssen wir zahlen. Und jetzt heißt diese Regierung schon nach wenigen Monaten mit ihrem Latein am Ende. Und es spricht vieles dafür, dass es zu Neuwahlen in Nordrhein-Westfalen kommen wird. Obwohl, und das ist ja das Bizarre an der Situation, die Opposition, die eigentlich den Regierungswechsel herbeistreben sollte, schweigt. Die Opposition hat Angst vor Neuwahlen.